Tag, Frau Öl. Hier ist der liebe Gott. Bald ist Weihnachten und ich habe nur Gutes über Sie gehört. Können Sie mich verstehen? Ja, Sie sprechen ja sehr laut und deutlich. Ja. Und? Sie können einen Abend mit mir gewinnen. Wollen Sie das? Sie brauchen nur einen Satz zu vervollständigen. Aha. Hören Sie gut zu. Dann können Sie einen Abend mit mir gewinnen. Ich sage den Satz und so Sie sagen das letzte Wort. Einverstanden? Ja, ich darf ja sonst auch nicht das letzte Wort haben. Warum soll ich das jetzt? Nun hören Sie mal zu, der liebe Gott spricht. Also, lieber würzig mit 40 als ranzig mit? Danzig. Ja, genau. Ich hole Sie ab. Viele Grüße vom lieben Gott. So. Bis nachher. Ja. Dann gehen wir zum Griechen. Aha. Tschüss, Frau Elge. Ja, ich bin aber gar nicht mehr da. Och, dann komme ich morgen. Nein, da bin ich auch nicht da. Denn übermorgen. Bin ich auch nicht da. Was soll das denn jetzt? Hier ist der liebe Gott. Sie haben gewonnen. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will ja gar nicht gewinnen und ich will auch nicht verlieren. Doch. Ich will in Ruhe gelassen werden. Nein, nicht vom lieben Gott. Doch, von ich habe nur Gutes zugehört und jetzt machen Sie so einen Quatsch mit mir. Ja, das muss ich wohl. Ich bin nun mal quatschig. Ach so, dann komme ich nächstes Jahr. Ja, das machen Sie mal. Prima, Frau Irene. Ja. Ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ich denke an Sie. Ja, das freut mich. Auf Wiederhören. Wiederhören.